Komm, ballert alles drauf. Alles drauf auf den. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Leute, selbst das SNK kommt mit dem nicht klar. Was ist hier los? Was hat der bitte? Hey Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von GTA 5 LSPDFA. Heute sind wir mal wieder als Streifenpolizei unterwegs und wir haben auch schon einen Einsatz bekommen, der ja ganz gut zu den aktuellen Zeiten passt. Und zwar wurde anscheinend ein LKW voller Desinfektionsmittel gestohlen und ja, in dem Sinne würde ich sagen, rücken wir einfach mal an, gucken, ob wir den LKW da sicherstellen können. Wie gesagt, ich denke mal, zu den jetzigen Zeiten ist das ein ganz, ja, nicht nachvollziehbarer Einsatz, aber auf jeden Fall ein realistischer. Oh, okay, hier haben wir schon den LKW anscheinend, der gestohlen wurde. Naja, weitere Kollegen sind auf jeden Fall auch schon unterwegs und ich höre auch schon die Luftunterstützung. Also wir haben auf jeden Fall hier auch Luftunterstützung direkt da. Ah, ja, da oben ist sie. Okay, perfekt. Na gut, mal gucken, ob wir den jetzt aufhalten können. Das Problem ist, mit den LKWs und Verfolgungsjagden ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Aber schauen wir mal, ob wir das hinbekommen. So, sonst müssen wir vielleicht mal eine Straßensperre anfordern. Ja, Straßensperre fordern wir jetzt erstmal an. Und da gucken wir mal, ob der Herr anhalten will. Oh, Mist. Okay, es ist natürlich nicht ganz vorhersehbar, wo er hinfährt. Dementsprechend ist das auch für die Kollegen, die da irgendwie eine Straßensperre bilden wollen, ein bisschen schwierig, ja, zu gucken, wo man jetzt die Straßensperre aufbaut. Aber ey, bitte fahr nicht ins Ganggebiet. Das wäre ein bisschen... Oh, ja, okay, er hat einen Unfall gebaut. So. Gut, alles klar, der Herr. Dann würde ich sagen, kommen Sie da einmal bitte raus. Einmal bitte raus da. Komm, einmal... Och, nee, er fährt weiter, okay. Er fährt weiter. Kollege, kannst du wieder einsteigen? Komm, steig ein, steig ein. Ein Kollege wurde hier anscheinend auch angefahren. Oh, Mist, Leute, okay. Ja, ich hätte mir das eigentlich ein bisschen leichter vorgestellt, hier so jemanden zu stoppen. Das heißt, bevor dann jetzt doch nochmal eine Straßensperre an... gucken mal... Ja, okay, jetzt hat er anscheinend wieder einen Unfall gebaut. Oh, Kollegen, etwas vorsichtig. Etwas vorsichtig. Na gut, die Person hat das Fahrzeug jetzt verlassen, wurde uns gemeldet. Oh, ernsthaft. Also ich glaube, der nimmt das Ganze ein bisschen zu ernst. Es ist zwar Maskenpflicht, aber... Also wie ein Astronaut müssen sie sich nicht anziehen, Kollegen. Aber den Herrn bitte stoppen. So, schneiden den Weg ab. Okay. So. Nehmen Sie einmal bitte die Hände hoch. Ja, die Kollegen gehen hier direkt mit krassen Waffen vor. Okay, einmal bitte die Hände hochnehmen, der Herr. Die Kollegen werden sie dann jetzt erstmal festnehmen. Alles klar. Okay, ich würde sagen, den haben wir dann erstmal hier gestoppt. Kollege wird dann jetzt erstmal Handschellen annehmen und danach werden wir den Herrn dann erstmal kontrollieren, ob der nicht, ja, vielleicht irgendwas zu sich genommen hat. Naja, er ergibt sich, alles klar. Also ich würde ja sagen, in dem Anzug ist man auf jeden Fall... ja, relativ gut vor jeglichen Viren geschützt. Allerdings hat der Herr auch noch Molotows dabei. Ja, ansonsten mehrere Desinfektionsmittel. Allerdings hat er auch, ja, nicht ganz so legale Gegenstände dabei. Das heißt, ich würde sagen, Kollegen, den könnt ihr dann erstmal mitnehmen. Wir werden dann jetzt aber erstmal den LKW sicherstellen und danach hätte sich der Einsatz dann auch erstmal erledigt. Der LKW wurde dann jetzt erstmal sichergestellt. Ein paar Kollegen verbleiben hier noch am Einsatzort. Wir müssen jetzt allerdings los. Und zwar wurde gerade was ganz Dringendes gemeldet. Und zwar haben Kollege bei einer Verkehrskontrolle gerade Schüsse gemeldet. Das heißt, ja, die Leute, die da kontrolliert wurden, die sind anscheinend nicht ganz so gut drauf. Und das Ganze ist auch noch in der Grove Street. Ey, es kann auch nicht besser werden, oder? Hallo, Kollegen. Oh, okay. Harter Beschuss geht hier rein. Wir brauchen erstmal Verstärkung. Oh nein. Ach, scheiße, wir sind hier. Oh Gott, okay. Das wird ein Spaß. Das wird ein Spaß, Leute, sag ich euch. Scheiße. Hier ist überall wieder Beschuss. Okay, Kollegen, Kollegen. Warte, ich geh lieber da hinten hin, weil jetzt ist die ganze Grove Street. Die fühlen sich wieder provoziert. Waffen wegnehmen, Waffen wegnehmen. Ja, ja, das bringt nichts. Okay. Ey, scheiße, Mann. Hier noch einer mit Waffe. Weg, weg. Okay, jetzt kommen sie wieder von allen Seiten. Das ist mal wieder klar. Das ist mal wieder so klar. Okay, Kollegen. Kollegen, absichern. Oh, oh. Okay, Schüsse sind hier immer noch. Alles klar. Alles klar. Oh. Ja, ja, irgendwo wird hier noch geschossen. Ganz ruhig. Ja, so schnell kann so ein kleiner Einsatz dann auch wieder eskalieren. Das Ding ist, also sobald man hier auch nur einen Schuss abgibt, auch wenn der sich nicht gegen die Gangs richtet, die fühlen sich direkt wieder provoziert. Wir haben hier mehrere verletzte Kollegen, das heißt, wir brauchen hier dann auch erstmal wieder, ja, ein paar Rettungskräfte. Und ja, die ganze Straße mal wieder voll Streifenwagen. Oh nein, Leute. Vor allem, also, ey, das sieht ja auch interessant aus, also, ja.
Okay, das hinterfragen wir mal nicht, aber hier brauchen wir dann auf jeden Fall auch nochmal Rettungskräfte. Ja, ihr müsst euch das einfach mal geben, wie krass das aussieht, wie viel Blaulicht hier einfach auf der Straße ist. Also, mega heftig wieder. Und da vorne, die Gangmitglieder, die sind jetzt zum Glück erstmal wieder ein bisschen friedlich. Wir hoffen, das bleibt auch erstmal so. Und ja, ansonsten, die Rettungskräfte kümmern sich dann jetzt hier um die ganzen Personen. Schüsse fallen jetzt erstmal nicht. Und ja, wo ist denn mein Kollege überhaupt? Ich hoffe, den hat es nicht getroffen. Wo ist mein Kollege? Okay, ich konnte jetzt meinen Kollegen nicht... Oh, lol. Was geht ab? Ey, hier wird wieder geschossen. Hier wird wieder... Ohne Witz. Es eskaliert wieder. Ey, was ist hier? Okay. Ey. Keine Ahnung. Aber meinen Kollegen konnte ich jetzt nicht finden. Also, wir haben doch jetzt nichts gegen die Gangs gemacht. Aber die fühlen sich wahrscheinlich schon allein durch die Anwesenheit von uns provoziert. Okay. Ganz ruhig. Ja, wenigstens hat der Rettungsdienst immer mehr zu tun. Also denen geht die Arbeit auf jeden Fall nicht aus. Wir brauchen hier erstmal wieder ein bisschen Verstärkung nochmal zur Absicherung. Oh, Kollegen. Oh, oh. Ja, wir haben auf jeden Fall wieder ein paar mehr verletzte Beamte hier. Oh, da kippt er um. Okay, dem hier müssen wir schnell helfen. Oh, Kollegen. Okay, alles klar. Sichert mich mal bitte ab, der hier ist gerade vor meinen Augen umgekippt. Das heißt, ich guck mal, ob wir den irgendwie noch wiederbeleben können. Ja, komm. Weil der ist gerade hier, also ich hab's im Augenwinkel gesehen, der ist gerade umgekippt erst. Deswegen kümmern wir uns dann erstmal um den und schaut euch das mal an, es werden immer mehr Streifenwagen hier. Also, es ist echt krass, was immer in der Grove Street abgeht. Okay, den Kollegen konnten wir erstmal helfen. Der sitzt hier wieder. Ja, perfekt, wenigstens das. Aber wo mein Streifenpartner ist, weiß ich nicht. Ich glaube, der wurde auch schon vom Rettungsdienst behandelt und ja, ins Krankenhaus transportiert, aber wenigstens geht's den paar Kollegen wieder besser. Es treffen jetzt auch mehr RTWs hier am Einsatzort ein. Ich denke mal, hier sind genügend Beamte, die das Ganze hier noch absichern können. Also, ja, es sollten auf jeden Fall genügend Beamte hier sein. Ich würde sagen, wir fahren dann jetzt zur Wache, holen uns einen neuen Streifenpartner und dann beginnt auch schon die Nachtschicht. Allmählich wird es Nacht in Los Santos. Wir fahren auf jeden Fall ein bisschen auf Streife. Wir sehen auch, die Straßen werden dezent leerer. Liegt wahrscheinlich an Corona, aber auf jeden Fall. Ja, bis jetzt ist es ganz ruhig. Wir fahren übrigens jetzt auch die Mercedes-Benz E-Klasse. Dieses Modell... Oh, wir haben einen Einsatz reinbekommen, aber dieses Modell hier ist gerade neu von Top Mods erschienen. Link ist auf jeden Fall in der Beschreibung. Die haben mir dieses Fahrzeug zur Verfügung gestellt. Finde ich auf jeden Fall ganz nice mit dieser Lackierung mit den gelben Streifen. Es gab halt auch die Version quasi ganz im Blau, aber so finde ich das auf jeden Fall besser, die E-Klasse hier. Ja, uns wurde hier ein Einsatz gemeldet, anscheinend ja, ein versuchter Mord beziehungsweise versuchter Anschlag. Wir gucken einfach mal, was dran ist. Ist hier in der Nähe vom Krankenhaus. Na. Ich kann jetzt erstmal nichts Verdächtiges entdecken, aber das wurde in diesem Wohnblock hier gemeldet. Oh. Ja, wie gesagt, irgendwie versuchter Anschlag, beziehungsweise versuchter Mord. Wir gucken einfach mal, gucken uns das Ganze an. So, Kollege, aussteigen, Taschenlampe raus. Und dann gucken wir mal, was wir hier entdecken können. Erstmal noch nichts Auffälliges. Ah ja. Ne, also hier ist erstmal tatsächlich alles ruhig. Also ich kann ja nichts Auffälliges entdecken. Ja, von dem her denke ich einfach mal, dass sich das Ganze nicht bewahrheitet. Und entsprechend, ja, wir fahren dann jetzt erstmal weiter auf Streife und warten auf den nächsten Einsatz. Ne, Leute, das machen wir jetzt mal nicht, weil ich habe was nicht bedacht. Es kann auch sein, wenn wir es hier schon um irgendwie einen ja, versuchten Mord oder sowas handelt, beziehungsweise, dass da irgendwie Personen Bedenken haben, dass hier gleich jemand einen Anschlag begehen könnte, dann könnte der natürlich auch auf dem Dach sein. Das heißt, wir gehen jetzt einfach mal oben gucken. Also lieber einmal zu viel gucken als einmal zu wenig. Schauen wir mal, ob auf dem Dach irgendwas ist. Ja, Leute. Okay, zum Glück habe ich nochmal nachgesehen. Ich dachte schon, das wäre irgendwie so ein Scherzanruf oder so. Aber, ja, der merkt auch nicht, dass wir hier uns gerade anschleichen. Ja gut, jetzt hat er es gemerkt. Hallo, der Herr, nehmen Sie einmal bitte. Hallo, Sie kommen hier in nicht weit, Sie kommen in nicht. Ja, boah, Kollege, super Arbeit. Nehmen Sie mal bitte einmal die Waffe weg. Die Waffe sofort wegnehmen. Waffe wegnehmen. Ganz genau, okay, anscheinend wollte der hier wirklich mit so einer Sniper. Wir stellen mal kurz die Waffe sicher, was das genau ist. Ja gut, Scharfschützengewehr. Anscheinend wollte der damit hier irgendwie einen Anschlag begehen. Boah, zum Glück, Leute, bin ich nochmal hier aufs Dach gegangen.
Ey, ohne Witz, das wäre sonst ein bisschen, ja, peinlich gewesen. Gut, zur Strafe schubsen wir den Herrn dann hier runter. Nee, ich würde sagen, dann nehmen wir den Herrn erstmal mit nach unten zum Streifenwagen. Ich muss sagen, der Herr sieht tatsächlich ein bisschen so aus wie so ein Auftragsmörder. Also, so wie der gekleidet ist, hier ein bisschen schicker. Wir gucken einfach mal, ob der irgendwelche spitzen, gefährlichen Gegenstände noch dabei hat. Ja, okay, eine Sniper-Riffel haben wir natürlich hier erstmal beschlagnahmt, Hacking-Device, also irgendwas zum Hacken, sowie eine Digitalkamera. Also ja, ist auf jeden Fall ein bisschen auffällig, könnte hier irgendwie eine Person sein, die tatsächlich einen Auftragsmord begehen wollte, aber haben wir dann jetzt erstmal, ja, sichergestellt, die Waffe und die Person festgesetzt. Hier kommen auch nochmal Kollegen zur Unterstützung an, weil wenn es sich hier um irgendwelche Täter mit Waffen handelt, dann schickt die Leitstelle natürlich gerne noch weitere Einheiten. Und ja, ich würde sagen, Kollegen, ihr könnt dann den Herrn auch erstmal mitnehmen, damit wir hier weiter auf Streife können. Einmal den Herrn bitte dann zur Wache begleiten. Während unserer Streife hat uns die Leitstelle soeben mitgeteilt, dass sich hier in der Nähe eine Person befindet, die anscheinend wegen einem Drive-by-Shooting gesucht wird. Das heißt, die Person, ja, hat irgendwo einen kleinen Anschlag verübt, also aus ihrem Fahrzeug rausgeschossen auf mehrere Personen. Und ja, wir haben auch schon das Fahrzeug hier vor uns. Das ist anscheinend die Person, die gesucht wird. Wir verhalten uns jetzt dann erstmal wieder ein bisschen unauffälliger. Blaulicht haben wir jetzt erstmal ausgemacht. Wir machen jetzt erstmal eine Kennzeichenüberprüfung, um uns sicher zu sein, dass vor uns auch wirklich hier die gesuchte Person ist. So, die Leitstelle wird uns das jetzt mitteilen und tatsächlich der Fahrzeugführer bzw. Fahrzeuginhaber wird gesucht. Okay, wir sollen noch vorsichtig sein, hat uns die Leitstelle nochmal mitgeteilt. Ich würde sagen, wenn wir aus diesem Tunnel raus sind, dann werden wir erstmal eine Verkehrskontrolle machen, weil in dem Tunnel ist das ein bisschen blöd, da sind wir eingeschränkt, haben nicht so eine gute Deckung. Deswegen warten wir jetzt erstmal kurz. Ich würde sagen, sobald wir jetzt hier abgebogen sind, ja, geben wir dann das Anhaltesignal. Hallo, einmal wieder rechts ranfahren. Und, oh, das sieht nicht so aus, als ob der anhalten will. Ah, doch, er hält an, er hält an. Okay, Leute, oh, oh. Okay, wir haben es natürlich jetzt hier mit einer etwas gefährlicheren Person zu tun. Das heißt, ich werde euch jetzt auch nochmal ein kleines Feature zeigen. Wir können nämlich jetzt, ja, nochmal eine spezielle Art der Verstärkung anfordern. Genau für solche Fälle. Und zwar, ja, fordern wir jetzt erstmal ein paar Einheiten an. Die wurden direkt informiert, dass wir hier eine Festnahme vollziehen wollen. Das heißt, wir werden jetzt nicht erstmal den Ausweis kontrollieren, sondern zu unserer eigenen Sicherheit werden wir den Herrn dann direkt erstmal festsetzen. Und ja, zu dem Zwecke habe ich jetzt erstmal Verstärkung angefordert, die allerdings nicht sehr kompetent ist. Okay, wir fordern sonst nochmal Verstärkung. Ja, noch weitere Einheiten an. Okay, Leute, die Kollegen haben es dann auch geschafft. Aber, ja, wow, er haut ab. Er haut ab. Er hat anscheinend gemerkt, dass wir hier, ja, mit mehreren Streifen anrücken wollten. Und wow, sehr gut auf jeden Fall. Ah ja, wir brauchen hier einmal ein bisschen Verstärkung nochmal bitte. Okay, ja, die Person flieht jetzt gerade. Und ich höre Schüsse. Okay. Ja, scheiße, also der hat auf jeden Fall gemerkt, dass wir ihn stoppen wollen. Das Ding ist, normalerweise wäre das so abgelaufen, dass dann die Kollegen, wenn sie dann angerückt wären, ja, aus dem Fahrzeug ausgestiegen wären und dann direkt gezielt hätten auf den. Aber ich merke hier gerade, wir müssen mal kurz ablassen von dem, wir holen Luftunterstützung. Die kann dann dranbleiben. Aber ich merke hier gerade, die Kollegen, die werden irgendwie gebremst. Ja, okay, wir haben ja noch Schüsse ausgehend von denen hier. Ohne Witz, was ist hier los? Die beschießen ja die Kollegen. Okay, ich werde hier von weiteren Fahrzeugen beschossen. Anscheinend, oh, lol. Hier ist ein Biker. Okay, ey. Einmal bitte die Waffe wegnehmen. Okay, Leute, wie es aussieht, hat der Typ jetzt irgendwie Verstärkung geholt, beziehungsweise seine Gang rückt jetzt hier gerade an. Oh, Mist. Okay, wir brauchen hier weitere Verstärkung. Kollegen? Ich hoffe, die Luftunterstützung hat den Kerl noch in Sicht. Weil, oh. Okay, okay. Den haben wir. Gut, ich hoffe, die Luftunterstützung sucht jetzt nach dem, weil wir müssen den Herrn auf jeden Fall bekommen. So, wenn der hier schon so viele Einheiten auf uns setzt. Ich hoffe, die Kollegen sind dran. Wir gucken mal kurz. Verfolgungsjagd ist anscheinend hier irgendwo, da, ja, haben wir den Sichtkontakt verloren. Auf jeden Fall, den Typen müssen wir bekommen. Ey, das ist aber echt, ja, also ein hartnäckiger Dude. Wir haben auf jeden Fall im Umkreis noch anscheinend ein paar Täter, die hier schießen, aber wir kümmern uns dann jetzt erstmal wieder um den Hauptverdächtigen. Den dürfen wir nicht entkommen lassen. Okay, der Helikopter konnte jetzt noch eine Person entdecken, allerdings nicht den Haupttäter, sondern einen der Personen, ja, die hier geschossen haben. Ja, ein weiterer Biker. Leider, der Haupttäter, wie es aussieht, ist entkommen. Vielleicht können wir irgendwie, ja, wenn wir den hier lebend verhaften, ja, an den Täter noch kommen. Aber
Leider ist der Haupttäter uns abhanden gekommen. Das ist ein bisschen schlecht. Ich hoffe, wir kriegen den hier auf jeden Fall lebend gestoppt. Das ist ein bisschen schwierig mit so einem Motorrad. Vielleicht ergibt er sich auch, aber... Ja, wir können auch mal gucken, dass wir hier ein Nagelband anfordern. Aber, ja, mal schauen, ob das was bringt. So. Wir können auch hier wieder schwer voraussehen, wo der als nächstes hinfahren will. Also, sonst müssen wir einfach mal das Risiko eingehen und den rammen. Aber, ja, wenn er dabei stirbt, können wir keine Zeugenbefragung machen. Na, das ist ein bisschen riskant jetzt. Haben wir denn weitere Kollegen hier? Ja. Weitere Einheiten sind auf dem Weg. Der hier hat auch auf unsere Kollegen geschossen. Jetzt, angesichts unserer Übermacht hier an Kollegen, flieht er aber nur noch. Es ist so ärgerlich, dass wir den Haupttäter nicht bekommen haben. Aber ich dachte halt, ich bleib mal lieber nicht an dem Rand, weil die Kollegen wurden angeschossen. Und dann hilft man natürlich eher den Kollegen. Okay, komm. Ich habe hier keinen Bock mehr, den stundenlang zu verfolgen. So, jetzt. Okay, perfekt, perfekt. Das sah nicht tödlich aus. Der Herr, anhalten, anhalten. Stehen bleiben oder wir schießen. Ja, ja. So kriegt man sie immer. Okay, den haben wir. Okay, ich lege der Person jetzt erstmal hier Handschellen an. Und ansonsten lassen wir dir dann auch erstmal, ja, beziehungsweise kontrollieren dann die Person erstmal. Und danach lassen wir dann die Person auch erstmal zur Polizeistation bringen. Ja, vielleicht kann die da dann noch befragt werden, aber erstmal ist, wie gesagt, der Haupttäter ist jetzt erstmal weg. Ja, wir konnten noch illegale Gegenstände bei dem Herrn sicherstellen, das heißt, für den geht's dann erstmal ab zur nächsten Wache. Ein weiterer Notruf kam eben rein, und zwar wurde eine schwer bewaffnete Person gemeldet. Ich denke mal, es handelt sich dabei um einen Amokläufer, und was genau schwer bewaffnet bedeutet, ja, ich denke mal, das werden wir gleich herausfinden, handelt sich aber, wie gesagt, nur um einen Täter, zumindest nach jetzigem Erkenntnisstand. Und deswegen bin ich mal gespannt, was uns da erwartet. Das ist hier ganz in der Nähe, deswegen Sirenen erstmal aus. Und wir schauen mal. Hier wurde uns das Ganze gemeldet, aber erstmal kann man hier noch nichts erkennen. Also, hier ist alles ruhig soweit. Oh, okay, es ist doch nicht alles ruhig, da haben wir einen. Okay, der hat ein bisschen was an. Scheiße. Okay, der sieht schwer, wirklich schwer bewaffnet aus. Da vorne haben wir ihn. Okay, komm. Alter, Alter! Okay, der hat krasse Waffen, Kollege. Bleib mal bitte zurück, wir holen dir erstmal das SEK. Weitere Verstärkung, zumindest liegen hier auch schon auf dem Boden. Kollege, ich würde das lassen. Was macht unser Kollege? Oh nein, der begibt sich hier richtig in Risiko. Ey! Oh oh, oh oh. Ich glaube, das bringt nichts hier. Alter, der ist wirklich krass equipped. Okay, Kollegen, geht mal lieber in Deckung. Lieber in Deckung gehen. Oh nein, da kommt er, da kommt er. Ich hoffe, das SEK-Team ist gleich da. Alter, der ballert hier richtig hart rein. Okay, versteckt sich da hinterm Baum. Kollegen. Okay. Oh Mann. Okay, das SEK-Team seilt sich jetzt zum Glück ab. Aber, Alter, was hat der für Sachen? Okay, komm, komm, ballert alles drauf. Alles drauf auf den. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Leute, selbst das SEK kommt mit dem nicht klar. Was ist hier los? Was hat der bitte? Was hat der für Waffen? Okay, da ist er. Alter. Oh nein. Oh nein, ich glaube, wir brauchen ja eigentlich die Bundeswehr. Aber komm, weitere SEK-Einheiten fordern wir an. Weitere Verstärkung. Es wird nur geballert. Ohne Witz. Okay. Wo ist er? Da, immer noch. Okay, der liegt auf dem Boden. Also, der wird gerade so hart beschossen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er das überlebt. Aber er steht immer wieder auf. Er steht immer wieder auf. Okay, Moment. Gehen erstmal wieder in Deckung. Alter, was haben wir denn noch? Schrotflinte. Wir können uns probieren zu nähern. Die Sache ist, der hat aber anscheinend ein MG oder sowas. Müssen mal gucken, ob wir uns hier rantrauen. So. Kriegt er ein bisschen was ab. Alter, er ballert immer noch weiter, als wäre nichts. Als wäre hier nichts los. Weitere SEK-Helikopter habe ich aber schon angefordert. Oh. Okay. Komm. Alter, was ist das für einer? Er steht immer wieder auf. Aber jetzt haben wir ihn, glaube ich. Ich glaube, jetzt haben wir ihn. Okay, wir nähern uns kurz. Ey, zum Glück gibt es von diesen Typen nicht mehr. Also ohne Witz, wenn das jetzt irgendwie so 3-4 Täter gewesen wären, ich glaube, wir hätten es nicht hinbekommen. Was hatte der für eine Waffe? Wir gucken mal. Okay. Oh, ja, der hat ein MG einfach mal. Alter, Leute. Hätte der das richtig genutzt, ne? Hätte er es richtig genutzt, hätte der übelst viel Schaden machen können, aber... Oh Mann. Okay, der hat aber echt hier krasse Sachen an. Also gut gepanzert, der Kerl. Naja, ich würde sagen, RCW fordern wir an. Wir haben ja auch viele verletzte Zivilisten. Und, boah, okay, das war echt sehr heftig, muss ich sagen. Alter. Na guck, was macht denn der Kollege da? Ja, ne, bisschen hier sich entleeren. Ja, das hinterfragen wir jetzt mal nicht.
Aber die Toiletten sind woanders. Naja, gut. RTW ist angerückt. Und... ja, mehrere RTWs kümmern sich dann jetzt erstmal um die Verletzten. Oh, okay. Da ist gerade die Verstärkung von oben gekommen. Oh, da kommt er noch mehr. Ja. So läuft das. Aber zum Glück sind ja die Rettungssanitäter direkt da. Die Gerichtsmediziner haben jetzt auch schon ihre Arbeit aufgenommen, kümmern sich dann um den Tatort. Und ich würde sagen, der Einsatz hat sich für uns erledigt. Und ja, wir haben leider mal wieder keinen Kollegen mehr. Aber naja. Ja, Leute, ich würde dann aber auch sagen, mit diesem Einsatz wäre es das dann erstmal für die heutige Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Haut rein, Leute, bis zum nächsten Mal und ciao.